jetzt sind wir live. Okay, immer liebe Fangemeinde, ja. Herzlich willkommen. Ostkurf, Geflüster, Vorbericht, live aus dem Moselstadion vom Abschlusstraining. Das läuft gerade hinter uns. Wir waren gerade von einer halben Stunde schon hier. Haben gedacht, wir würden noch einen Interviewpartner finden, der mit uns dann ein bisschen Vorbericht macht. Aber mich... Wir sind noch dran und wir müssen weiter. Und ja, ja, haben wir Verpflichtungen. Gehen wir an den Start. Genau. Sorry für die Verspätung. Mal gewartet, dass sie vielleicht ein bisschen früher fertig sind, aber das hat nicht so ganz hingehauen. Sie üben fleißig Tourabschlüsse. Ja. Erfolgreich. Erfolgreich, ja. Sieht gut aus, was sie da machen. Ich glaube, viel Frust vor Samstag ist nicht mehr zu spüren, oder? Nö. Man hat ungefähr, ich glaube, 10-mal gehört, das hätte ich den am Samstag auch so gemacht. Ne? Ja, genau. Ne, also wie gesagt, jetzt sind es nur, was haben wir gezählt? 15 um Feld plus Linke Tor. und ich kann mir nicht merken, Gerardo. Novakovic. mache bei dem Tor guten Eindruck, aber ich denke mal, am Sonntag spielt nochmal Novakovic. Hat mich oder uns ja positiv überrascht, hat ein Gianluca Doro mittrainiert. Ja, ist mit am Trainieren. Ja. Also da geht es aufwärts. De Morot, Doch, De Mo ist ja, ist dabei. Nee, ja. De Simon, Maurer. De Simon ist eben vom Laufe gekommen, geht aufwärts, war sein Bericht. Der Maxim Burkhardt war die Woche hier krank. Sieht wohl so aus, dass der am Sonntag nicht am Start ist. Ja, und da schauen wir mal. Aber ich denke mal, die Elf, die am Sonntag da auf den Platz gezaubert wird, die wird versuchen, das gut zu machen, aber am Samstag nicht hingearbeitet. Ja, ich denke auch. Ja. Wobei wir ja festgestellt haben, dass die Koblenz sehr bei uns, für uns war die stärkste Mannschaft, die hier war, ne? Ich denke schon, ne? Also stark auf jeden Fall. Unangenehm noch viel mehr. Das ja, Spiel, wie du doch beschrieben hast, ne? Den Elfer vom Brenn, die kurz vor Schluss, der nicht gegangen ist. Ja, und dann stand die auf Messerschneide und danach noch Konter, ne? Ja. Und da, ja, davor ja auch schon. Ja, also die hatten auch ihre Chance gehabt. Ja, ja. Die waren eigentlich für mich und auch für uns stärker wie Worms, ne? Ja, zu dem Zeitpunkt. So habe ich doch in Erinnerung. Obwohl sie war mit wie vielen Punkten? Sagst du? Jetzt aktuell 45 auf Platz 6 und waren eigentlich ja jetzt die ganze Saison, schaut mal, guckt immer zwischen 4 und 6 ganz stabil unterwegs. Aber ich denke mal, auf Platz 2 geht dann nicht mehr viel. Nee, das werden sie nicht schaffen. Das werden sie nicht schaffen, ne? Ja, Worms hat 53, 56. Ja. Das sind 9 Punkte Unterschied, glaube ja, ich. Ja. Ja gut, Wunder gibt es immer wieder, aber müssen wir abwarten. Aber mir haben ja beide auch gesagt, es gibt eigentlich, ist ja Rot-Weiß Koblenz der stärkere Gegner als Mechtersheim. TuS. Oder was meinst du? Nee. Worms. Bad Algesheim. Ach, Bad Algesheim. Hat man verloren. Ach so. Ja, ich habe ganz vergessen. Ja, ich konnte nicht im Schirm gehen. Ich wusste den Namen schon nicht mehr. Ne? Denke aber nicht mehr dran. Nee, okay. Ja, ich denke mal, man ist die Woche viel geredet über diese Niederlage. Ich bin ganz oft darauf angesprochen worden. Bei dir weiß ich schon nicht. Nee, ich habe zu viel geschafft. Hast du viel geschafft? Ich habe relativ viel Kontakt mit Kunden und Menschen um mich rum jeden Tag. Und da gibt es halt darauf angesprochen. Und ja, aber wie gesagt, sie müssen am Sonntag die Kurve kriegen. Ja, ich denke mal, das gelingt, ne? Also das sitzt bei dem einen oder bestimmt tief, das Spiel von am Samstag, was man eigentlich muss gewinnen. Ja, ganz klar. Ne? Und ganz klar. Tommy hat ja gesagt, Qualitätsfrage, hat absolut recht. Also wenn er sagt, die haben alles gemacht, so wie er wollte, mehr kann nicht machen, das Ding müssen sie dann selber reinschießen. Richtig. Und ja. Ja, die Tore schieße kann den Trainer nicht. Nee, also, da ist irgendwann der bei allem er kann nur den Masterplan mitgehen, was er gesagt hat, und das macht er jedes Spiel, und den Rest muss die Mannschaft für selber regeln. Ne? Ja, das haben wir eben Viertelstunde gesehen, dass sie das gut machen können. Ne? Das, also, ja, haben das wir ja live vor Ort gesehen. Funktioniert und, schon. Ja, das klappt ja, wie gesagt. Gut, Training ist Training, Spiel ist Spiel. Wenn du jetzt frei oder fast frei auf Tor schießt, ist natürlich eine andere Situation als aus dem Spiel raus. Du hast ja dann mehr Abwehrspieler um dich rum oder mehr Gegenspieler. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe dem Ganzen positiv entgegen für Sonntag. Man werde wahrscheinlich 600-700 Zuschauer haben, wovon 400 aus Trier sind, mal mindestens. Ja, ähnlich war es ja bei dem Pokalspiel ja auch, wo wir da waren. Ja,
Da ist ja auch kein Fanpotenzial da, wo du sagst, die machen da Stimmung oder Riesenaufkommen. Wir werden nochmal ein Heimspiel haben und ja, ich hoffe, dass die Mannschaft uns da zurückgibt, was sie halt letzten Samstag da liegen gelassen hat und dann sind wir wieder in der Spur. Ja, muss man mal gucken, was der Platz so hergibt. Jetzt hat Cosmos Koblenz spielt, glaube ich, freitags. Habe ich irgendwo gesehen. Ja, gegen Worms, ne? Ja, die spielen dann auch im Stadion, weil das Risikospiel ist wohl. Ja. Cosmos gegen Worms, Risikospiel. Ich weiß auch nicht, wie man da zu der Einordnung kommt, aber mein Gott, das ist ja alles ein bisschen komisch dieses Jahr. Zu diesen ganzen Dingen als Risikospiele. Und dann spielt Samstag die anderen aus Koblenz da, die. Ja. Sagen wir jetzt nicht. Und dann ist der Platz gut gefühlt, glaube ich. Kann man nicht von besten Verhältnissen ausgehen, wobei der Koblenzer Platz, glaube ich, sogar noch schlechter ist. Oder viel schlechter ist wie unser Moselstadion. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen alle durch spielen. Sie müssen, also 22 Mann müssen durch spielen, egal was für Platzverhältnisse machen. Schalke viel mein Ohren wird vergessen, aber bleibt man nämlich hin. Doch, vielen Dank an alle Live-Zuschauer. Sorry für die Verspätung, aber war dem geschuldet. Wir wollten eigentlich einen Interviewpartner haben, aber hat es nicht ergeben. Vielleicht im dritten Anlauf? Na, gucke mal. Wir bleiben dran. Und ich denke euch, der Vorbericht dann jetzt fast 43 Stunden vor dem Spiel kommt auch an. Der Mich und ich sind vor Ort. Und mal gucken, ob wir noch vor Ort veranstalten können. Ja, vielleicht machen wir noch eine Kurzsendung. An Live-Impression. Was tippst du denn? Genau, kannst du schon mal sagen? Ich tippe eine 2-1 für uns. Das hätte ich jetzt in der Tat auch gesagt. Gut, haben wir 2x2-1. Da würde ich sagen, wenn wirklich 2-1 ausgeht, Mich, dann tun wir nicht 5 Euro in Spenden, sondern machen wir 10 Euro draus. Oder? Dann kriegen wir hin. Okay. Jo, ansonsten bleibt uns treu, liked uns, teilt uns. Das ist für den Verein, das ist für den Club. Wie gesagt, die Eindrücke heute Abend waren für uns sehr, sehr positiv. Da schauen wir mal, was am Sonntag am Platz passiert. Wie heißt es immer so schön? Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ne? Ja, kostet recht schon 2 Euro, ne? Schon wieder 2 Euro, genau. Aber so ist es manchmal. Okay. Ja. Bei Stolzer Arbeit, heute noch gesehen, bis 24. kann man noch die tollen Schals hier von der Gegend gerade bestellen. Bis am Sonntag. Ich glaube, da sollte man sich einfach anschließen. Dass man in Zukunft hier, wenn man heute aber nochmal die Schildchen hier im Stadion sieht, in der 85. Minute hier eine geile Schalparade machen kann, die vielleicht so vorher noch nicht gegeben hat. Und da brauchen wir auch schöne Schal dazu. Und dann geht dann noch was für guten Zweck weg. Genau. Also, immer dabei sein. Ich glaube, jeweils 1200 Euro, ne? Ja, jeweils 1200 Euro. Einmal Wildtierzentrum, das war vom Sockenverkauf, haben sie gespendet. Und dann waren noch 1200 Euro für Palais e.V. Genau. Ja. Ja. Und die Schalze für den Kinderhochtkunst, ne? Oder genau. Hochtkunst, ne? War der Hocht in Konz. Ja. Okay. Sonst noch Fragen? Hey, siehst du irgendwas? Nee, ich habe ein bisschen aufgepasst, wirklich Sprache war kein dabei. Ist auf jeden Fall kein aufgefallen. Okay. Und gut. Dann kommen wir zum Ende unserer Reportage. Würde ich sagen. Da sagen wir wie immer: Eine Stadt, ein Verein, eine Liebe. Nur der SVE. Bis dahin. Euer Ostkopfgeflüster, bis denne, bis Sonntag. Ciao. Tschö. Ciao.